Hallo liebe YouTube-Freunde, heute mal wieder mit Drohnen-Content. Ja, ihr seht, ich bin in Bayern, Neuschwanstein. Berlin ist zwar sehr spannend, um mit Drohnen zu fliegen, aber tatsächlich ist es fast überall nicht legal. Bevor wir hier starten, ganz kurz, die Mavic Air 2 ist ganz neu auf dem Markt, um die soll es heute gehen. Das ist mein eigenes Produkt, die habe ich selber gekauft und möchte mit euch praktisch hier meine Erfahrungen teilen, die ich mit der Drohne gesammelt habe. Es handelt sich um eine Drohne im Mavic-Stil, das heißt diese Faltdrohnen, das Abhebgewicht sind 570 Gramm. Die Kamera hat ein 1/2 Zoll CMOS-Sensor mit einer effektiven Pixelauflösung von 12 Millionen Pixel. Es gibt auch einen bestimmten Modus, dann sind es 48 Megapixel, aber in meinen Augen ist das eher so ein bisschen so ein Marketing-Gag von DJI, weil die Aufnahmen finde ich jetzt nicht wirklich um ein Vierfaches besser. Was gibt es noch? Ja, die Blende ist fix bei f2.8 und der ISO-Bereich geht von ISO 100 bis 6400. Zu den Videospecs, da muss man sagen, ist die Drohne wirklich was Besonderes. Sie bietet, glaube ich, als einzige Consumer-Drohne derzeit auf dem Markt 4K bei 60 Frames per Second an und sie hat sogar 240 Frames per Second, allerdings dann nur in HD. Ob man es braucht oder nicht, ich wüsste jetzt nicht, wann ich es brauchen könnte, aber ist egal, man hat es halt. Ich kann mir vorstellen, der eine oder andere mit so einer Action-Szene, da kann man garantiert sehr schöne Sachen machen. Ja, wie ihr wisst, hatte ich ja hier auf dem Kanal schon damals ein Video zur Mavic Mini veröffentlicht. Ich fand die ganz gut, die Drohne. Sie ist immer noch eine tolle Drohne. Aber ich bin jetzt tatsächlich zur Mavic Air 2 gewechselt. Und warum das der Fall ist, hat mehrere Gründe. Der Hauptgrund ist einmal, dass die Mavic Mini leider keine RAW-Files ausspuckt. Und das ist für mich als Fotograf eigentlich ein ziemliches No-Go. Der etwas größere Sensor, die Panorama-Funktionen sind super, die liebe ich total. Passt natürlich wie die Faust aufs Auge. Und das sind so erstmal die Hauptgründe im Fotobereich. Achso, ein Punkt, der natürlich auch wichtig ist, so gut die Mavic Mini mit ihren 249 Gramm ist und man eben zum Beispiel in Ländern wie den USA oder sonstiges sehr gut überall fliegen kann, mit wenigen Restriktionen verbunden ist, liegt sie halt echt schlecht in der Luft. Das heißt, ich hatte ganz oft das Problem, wenn ich hochgegangen bin, kam ein Windstoß, da kam die Meldung, Winde, bitte landen, und das passiert halt mit der Mavic Air 2 nicht. Die steht wie eine Eins in der Luft. Das ist wirklich erstaunlich. Sie ist nicht wirklich viel schwerer, ist auch nicht wirklich viel größer. Sie ist größer, natürlich. Also jetzt auf meine Fototasche bezogen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das hier auch nichts, was meine Fototasche großartig belastet im Vergleich zur Mavic Mini. Das war eigentlich meine größte Sorge gewesen. Der Controller, dazu später ein bisschen mehr, der ist ein bisschen größer geworden, aber alles in allem, in meine Fototaschen, in Billingham, die ich so gerne nutze, passen die eigentlich in fast alle Taschen rein. Das sind diese Fotogründe. Aus der Videosicht muss ich tatsächlich sagen, hat die Mavic Air 2 gleich noch viel mehr Gründe zu wechseln, weil man kriegt sehr viel smoothere Fahrten hin. Sie hat sehr viele Funktionen wie zum Beispiel Active Track, Point of Interest, Verfolgen, dann dieses APAS-System, um Objekten auszuweichen. Das ist für einen Fluganfänger, wie ich es nur einmal bin, schon ein enormer Vorteil. Bei der Mavic Mini tatsächlich bin ich der Meinung, ist eine super coole Drohne, hat auch gute Bildqualität. Aber man muss halt einfach sagen, ich bin der Meinung, man muss da wirklich schon sehr professioneller Flieger sein, um die gut unter Kontrolle zu haben und eben auch den Bildausschnitt hinzubekommen und smoothes Footage hinzubekommen. Da nimmt einem die Mavic Air 2 deutlich Arbeit ab. Für mich perfekt.
Ja, ihr seht, ich bin wieder in meinem Studio in Berlin, nicht mehr in Bayern. Das Wetter hat dann schlagartig umgeschlagen und dann ist das mit der Drohne bei Regen eher nicht so eine gute Idee. Also dachte ich mir, mache ich dann den Rest eben hier, weil ich dann doch auch wieder zurück musste. Kurz mal zurück zu dem Clip, den ihr gerade gesehen habt. Ich habe es ja eingeblendet. Ich habe da mit Active Track gearbeitet und ich habe halt das Auto markiert und habe dann manuell auch gesteuert. Der Vorteil daran ist, dass die Kamera das Objekt, was markiert wurde, in dem Fall eben das Auto, immer in der Bildmitte versucht zu halten und man eben sich so mehr nur auf das Fliegen konzentrieren kann. Das ist für mich eine sehr große Hilfe, weil ich tatsächlich mit der Mavic Mini teilweise da wirklich Schwierigkeiten hatte, mich auf diese ganzen Sachen zu konzentrieren. Also Pilot wäre ich im Leben garantiert nie geworden. Ja, allgemeine Verbesserung. Ich habe es vorher schon erwähnt, das APAS-System 3.0, die Hinderniserkennung, die funktioniert recht gut. Ich reize das immer nicht so weit aus. Ein bisschen schade ist, dass die Mavic Air 2 keine seitlichen Sensoren hat. Also sie hat vorne, hinten und unten Sensoren, aber eben nicht an der Seite. Und im Internet häufen sich die Videos, wenn man so in diesen einschlägigen Portalen und Gruppen mal guckt, dass die Drohne bei seitlichen Flugmanövern auch mal einen Baum oder ein Schild oder irgendwas mitnimmt. Das ist ein bisschen schade. Da sollte man schon genau hingucken, wo man fliegt und sich den Flugort halt genau aussuchen. 34 Minuten Flugzeit, ich muss zugeben, das ist eine sportliche Ansage von DJI, aber gar nicht so weit weg im realen Leben. Ich habe schon 28 bis 29 Minuten hinbekommen und fand die bei der Mavic Mini das schon gut, aber die Mavic Air gefühlt scheint die noch viel mehr Leistung zu haben, finde ich persönlich. Ich erinnere mich zum Beispiel, ich bin vorgestern mit einem Akku, der nicht geflogen wurde von drei, ich habe die Combo gekauft, vollen Akku nach Hause gekommen. Sehr schön ist auch, dass OcuSync 2.0 jetzt bei der Mavic Air 2 ist. DJI gibt damit eine maximale Entfernung von bis zu 10 Kilometern. Dieses OcuSync ist dafür verantwortlich, auch dass das Videosignal gestreamt wird auf den Controller eben, dass man eben sieht, wohin man fliegt und was man sieht. 10 Kilometer sollte man, zumindest in Deutschland oder ich glaube weltweit, ich weiß gar nicht, wo man nicht auf Sicht fliegen muss mit solchen Drohnen, macht eh keinen Sinn, wenn man legal fliegen will. Ja? Aber was das natürlich sagt, dass in Europa ist es übrigens, oder in Deutschland ist es gedrosselt auf 6 Kilometer, heißt natürlich, dass das Signal sehr stark ist, dass es theoretisch und auch praktisch so weit gehen würde. Sprich, man verliert das Signal halt nicht so schnell. Und das ist schon gibt einem so ein bisschen Peace of Mind. Ja? Bei der Mavic Mini war das schon hier und da. Ich habe ja, glaube ich, erwähnt, dass ich in Singapur sie gecrashed habe und da war sie nur 200 Meter von mir entfernt, weil die Verbindung mit einmal weg war. In der Marina Bay Sands waren auch viele Signale, vermute ich, viele WLAN und alles Mögliche. Aber da war sie mit einmal weg. Ich habe Glück gehabt, war dann schon okay. Videocodec ist bei der Mavic Air 2 auch der neue H265. Der Vorteil von diesem Codec ist, dass die Videos mehr komprimiert würden, sprich kleinere Bilddateien, ohne dabei Qualität zu verlieren. Im Gegenteil, sogar sehr hohe Qualität behalten. Nachteil ist, dass nicht jeder Rechner das so gut verarbeiten kann. Also wer etwas ältere Rechner hat und damit seine Videos bearbeiten will, der sollte vielleicht eher auf das H264 Codec gehen. Ja, dann noch mal kurz schnell die Fernbedienung uns angucken. Das ist sie. Ich habe eine relativ normal große Männerhände. Liegt ganz gut in der Hand, muss ich ehrlich gesagt sagen. Tasten haben wir hier einmal die Funktionstaste. Damit kann man, standardmäßig ist da jetzt dieses LED-Licht unten, das Landelicht von der Mavic Air eingestellt. Man kann noch ein, zwei andere Sachen da vorwählen. Wird sicherlich mit zukünftigen Updates noch mehr sein. Hier ist der Return to Home Button. Man kann aber auch übers Display das machen. Damit wählt man praktisch hier den Modus von Tripod-Modus über Normal. Ne? Bisschen zu Sport. Bei Sport geht die echt gut ab, muss ich sagen. Bei Tripod ist sie sehr schön langsam. Man kriegt sehr smooth Kamerafahrten hin. Ein Ausschalter für die Fernbedienung. Und das ist praktisch der Toggle, der Switch von Video zu Foto.
dann kann man sehr schnell den Modus wechseln. Hat dann hier gleich die Taste auch, um das Foto aufzunehmen oder eben um Videoaufnahme zu starten bzw. zu beenden. Und hiermit steuert man den Gimbal hoch und runter. Der Aufbau ist denkbar einfach. Einfach rausziehen die Antenne. Haben ein gutes Kabelmanagement. Sieht man hier das eine Ende raus. Das andere bleibt natürlich immer fest in der Fernbedienung. Nimmt sein Smartphone, in dem Fall ein iPhone Max S. Oder wie das Ding heißt, keine Ahnung. Nur, dass man so einen Größenvergleich hat. Schließt dann hier das Kabel an und dann ist sie aufgebaut. Wunderbar, ich finde es gut, dass das Display oben ist. Ich mochte das vorher nicht so, dass das Display unten ist, weil wenn ich sie dann so hatte, habe ich teilweise den Bildschirm verdeckt und dann musste ich sie so ein bisschen krampfhaft halten. Ja, dann nimmt man nur noch die kleinen Sticks raus, dreht die da rein und dann war's das. Wunderbar, sehr schön. Auch schön, was mir gefällt, ist, dass die Antenne jetzt hier integriert ist und man da nicht mehr so rumfummeln muss, von wegen, wo ist die Drohne. Man muss halt den Controller immer in Richtung Drohne halten, um bestmöglichen Empfang zu haben. Ach ja, und was auch noch gut ist, die hält wie eine 1. Ja, da passiert gar nichts. Sehr schön, mir gefällt das gut. Ja, so viel zum Controller. Passt sehr gut in die Fototasche, da hätte ich noch viel mehr reinpacken können. In dem Video, ihr habt es ja gesehen, da ist auch viel mehr drin. Akkus für meine Kamera, Fotokamera, zusätzliches Objektiv und ja, Powerbank und all sowas passt da noch gut rein. Und das ist für mich wirklich sehr gut und sehr wichtig, weil wäre sie zu groß gewesen, dann wäre das wahrscheinlich echt nicht meine Drohne gewesen. Eine Sache wollte ich noch kurz erwähnen, und zwar ging es um diese 48 Megapixel. Da hatte ich ja vorhin gesagt, dass es so ein bisschen ein Marketing-Gag von DJI war. Das muss ich insofern differenzieren, weil das eine geht um Foto und das andere geht um Video. Auf Foto bezogen, also für die Fotografen, die jetzt denken, oh, 48 Megapixel, das ist natürlich differenziert zu sehen. Ja, weil dieser Sensor, das ist ein Sony-Sensor, ein Quad-Bayer CMOS-Sensor, der funktioniert wohl, also schlägt mich bitte nicht allzu sehr fest auf die Details, es ist bloß so, dass 4 Pixel zusammengeschaltet sind und dann eben zum Beispiel in dem HDR-Modus, gerade im Video-HDR-Modus, 4 verschiedene Belichtungen sozusagen mit aufnehmen. Und so hat man eben dieses HDR-mäßige Video. Das ist sehr hilfreich bei der Belichtung von Filmen. Gleich im Anschluss zeige ich euch mal einen Clip. Das war am Teufelsberg, war ich unterwegs. Da habe ich genau diese Funktion mal getestet. Und das ist schon sehr angenehm, dass keine Lichter ausbrennen und dass die Schatten nicht absaufen. Die DJI macht das, die Drohne macht das tatsächlich sehr gut. Fotomäßig, ja mein Gott, das ist für mich relativ einfach, beziehungsweise gibt es ja auch die HDR Smart Funktion, glaube ich. Ich benutze eher manuelle Einstellungen. Ich weiß, was ich da einstellen muss und insofern ist das okay. Und deshalb sage ich, Foto splittet die Drohne das halt auf und das passt nicht so richtig. Auf so einem kleinen Sensor, einen halben Zoll Sensor, 48 Megapixel, ja, das kann man sich denken, dass das nicht wirklich zu vergleichen ist, zum Beispiel mit einer SL2 mit 47 Megapixel, die glaube ich, hat, oder eine GFX mit 50 Megapixel, ja, auf einem viel größeren Sensor. Das ist schon ein Unterschied. Deshalb Foto, naja, Video tatsächlich sehr interessant und sehr cool, diese Struktur mit diesem dieser Quad-Sensor. Ja, mein Fazit tatsächlich, ihr könnt es euch denken, tolle Drohne, sie hat super Flugeigenschaften, für mich als Fluganfänger sehr hilfreich, für mich als jemand, der einsteigt in die Videografie, wirklich
super Peace of Mind und sehr viel Hilfen, um schönes Footage hinzubekommen. Die Sicherheit ist relativ groß bei der Drohne mit den ganzen Sensoren. Kein Vergleich zum Mavic Mini. Schade sind es, dass es die Seitensensoren nicht gibt. Größe und Gewicht ist sehr gut in meinen Augen. Ja, die Fotofunktion mit dem Panorama, die sind wirklich super. Hier das Bild zum Beispiel ist am Alpsee entstanden. Das ist schon was. Ja, finde ich schon. Das ist schon teuer, schöne Auflösung. Macht Spaß. Ich habe Kleinigkeiten klar zu bemängeln, aber alles in allem finde ich absolutes Upgrade. Für mich war das Upgrade absolutes wert. Und ja. Bevor ich mich jetzt verabschiede, noch die obligatorische Bitte. Gibt uns ein Abo, aktiviert die Glocke, gibt uns gerne ein Like oder nicht ein Like. Schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Vielleicht auch, was ihr euch weiter wünscht an Videos, was wir vielleicht noch so alles testen können für euch. Ich möchte mich hier an der Stelle von euch verabschieden. Ich sage Dankeschön und zeige euch noch ein kleines Video, was ich am Alpsee gemacht habe. Da kann man übrigens einen Tipp für alle, die in Bayern sind, da darf man, das ist kein Naturschutzgebiet, deshalb darf man da schön viel mit der Drohne rumfliegen und das macht schon Spaß und das ist schon echt, hat schon was. Dankeschön, bis bald und tschüss.